Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Herzlich willkommen beim neuen Let's Play von Witcher 3, die Schätze. Nee, das kommt halt immer noch, weil wir noch in Novigrad sind. Aber das wollte ich auch immer wieder zeigen. Das ist ja so schön anzuhören vom Brittersporn. Novigrad. Sie wurde im Sumpf angekommen. Schnauze. Sie ist doch wieder in Skellige. In Art Skellige. Naja, wie dem auch sei, willkommen zurück zu Witcher 3. Und gammelt immer noch im Wählen rum. Es ist 23:30 und es ist so dunkel. Alter Falter, ey. Kein Wunder, ey. Scheiß Wählen. Was wollten wir das nächste machen? Genau, Auftrag, die Beste vom Ehrendorf. Die Einwohner vom Ehrendorf hatten ein Problem, das nur ein Hexer lösen konnte. Ein Monster, von dem Dörfler hilflos als Spuk bezeichnet, machte die umliegenden Wälder unsicher. Geralt beschloss herauszufinden, was für ein Wesen es wirklich war und das Monster dann zu töten. Echt? Ich dachte, wir tun Kaffee trinken. Kaffee trinken gegen ein Monster. Sorry, dass ich ein bisschen aufgebracht bin, aber heute habe ich wirklich das Ende von South Park gesehen. Ja, ich habe es heute durchgespielt. Also, ja. Aber bis der letzte Teil kommt, da habe ich Witcher 3 auch schon durch. Weil ich habe ja vorproduziert. Ich habe ja... Boah. Also, als ich diesen Part jetzt aufnehme, noch keinen einzigen Teil von South Park hochgeladen. Ich komme einfach nicht dazu, weißt? Ich bräuchte halt irgendwie so einen zweiten PC nur fürs Rendern und Hochladen. Das ist halt extrem schwer. Du nimmst einfach fast den ganzen Tag Videos auf, ja? Renderst aber dann in die Nacht, also der PC läuft 24 Stunden durch. Du renderst dann, ja? Dann hast du sie gerendert. Und wann wirst du es hochladen? Weil du nimmst dann schon wieder auf. Du bräuchst dann irgendwie einen neuen PC oder so. Wo laufe ich denn hin? Ich weiß es nicht. Ich müsste irgendwie so einen Zeitplan entwickeln. Weil ich ja zwei Spiele aufnehme. Und es sind halt zwei große Spiele. Okay, South Park war jetzt nicht mega groß. 20 Stunden ungefähr gebraucht. Das muss Ehrendorf sein. Das Dorf mit dem Auftrag. Aber es ist nichts verstehen. Algule. Was haben wir denn hier? Verfluchte? Wann ist Verfluchte? Ich glaube nicht. Gut, das sind Nekrophagen, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Jawohl, Axi hilft gegen Algule immer noch am niemand besten. Da. Etwas Böses war hier. Danach sind Nekrophagen aufgetaucht. Wo Kaff und Wolf spielen. Alter. Kampflos gestorben. Abgeschlachtet. Bauch aufgeschlitzt. Ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Armer Wuffi. Und der Herr ist auch gestorben. Erster Hieb durch die Aorta. Zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft. Ich kann es nicht oft genug sagen, Freunde. Ich finde dieses Spiel einfach grandios. Für mich ist es immer noch das beste, wirklich das allerbeste Rollenspiel, was je produziert worden ist. Und wo auch noch tolle Grafik hat, tolle Story und ein super Kampfsystem. Und brutal ist es auch noch. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel. Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Also Ghule waren also es auf jeden Fall nicht. Oder alle Ghule. Ja, die können keine Schwerter benutzen. Die haben zwar diese Zacken auf dem Körper drauf. Aber da tendiere ich doch lieber zu was anderes. Nekrophagen haben die Leiche zerfleddert. Die Todesursache kann ich nicht mehr herausfinden. Alter. Schwertwunden. Da
Da ist jemand wohlhabend, vor allem für Velen. Der Kopf eines Waldschrats, mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Nanu, da ist mir wer zuvorgekommen. Wow, Alter, wie viele Gegner sind denn da? Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier. Wer war das? Dann haben die keinen Dorneneffekt mehr. Schnitte. Einfach großartig. Klar, aber jeder hat eine Arterie. Oh! Bolzen. Durchgebrochen. Ja, super. Danke, Geralt. Dass das Holz kaputt ist. Hätte ich jetzt auch gewusst. Blut. Mit etwas darin. Dieser Geruch. Alkohol, Bovist und Wolfsbann. Ein Trank. Das ist kein Bauernblut. Arm über dem Ellbogen abgeschlagen, mit einem Hieb. Mistgabe. Üble Nahkampfwaffe. Kaiserlicher Schnurrbart, runde Backen, hohes Tier. Todesursache, Stichwunde. Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Boah, Alter. Er hält etwas fest. Eine Silberkette, gerissen. Er hat sie jemandem abgerissen. Scheiße. Halt! Eine Puppe und kleine Fußabdrücke. Alter. Geht's noch kleiner? Haus. Der ist sehr beweglich, der Kerl. Aha, da ist sie. Keine Angst, ich tu dir nichts. Nur die Ruhe, ich will nur mit dir reden. Lass mich! Mörder! Du Mörder! Nein, falsch, ich... Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat. Was? Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts. Verschwinde! Gehört diese Puppe vielleicht dir? Ja. Hat sie einen Namen? Meister Sommersprotz. Hübsch. Ihn haben? Bitte? Meister Sommerspross würde mir unterwegs sowieso nicht viel nützen. Hier. Also, meinst du, du könntest mir erzählen, was hier passiert ist? Ich muss es wissen. Nein, unseren Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer. Sah dir ähnlich, aber seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber Onkel Sobemi war wütend über irgendwas. Sie haben sich angeschrien. Und dann sind sie in die Scheune. Und da... Den Rest kann ich mir denken. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann ist er in die Richtung da verschwunden, wo wir Geschenke für die Götter hintun. Das hier habe ich im Heu gefunden. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Altes Was machst du jetzt?
Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr. Aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Bleib hier und sei still. Klar? Schön hier bleiben, Kleine. Warum hat er so eine raue Stimme auf? Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. Es ist auf jeden Fall ein Hexer. Der Steinkreis muss mich umsehen. Drücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Handabdruck. In Blut. Er hat sich die Hand auf die Wunde gedrückt, musste sich dann abstützen. Aber was für ein Hexer tut sowas? Wahnsinn, Alter. Der hat ein ganzes Dorf ausgerottet. Nur wegen irgendwas. Was wir noch nicht wissen, Freunde. Noch frisch. Er ist nah. Okay, dann folgen wir mal der Spur. Und finden heraus, wer das war. Und ob wir vielleicht kennen. Nanu, was haben wir denn da? Katzenrüstung? Du hast was verloren. So weit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Erstmal reden, dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf, was war da los? Bitte, das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal! Fünfzig. Schön wär's. 12. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen. Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann, meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor. Aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen, wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Wow, okay, das ist jetzt was anderes. Wie zur Hölle hast du das überlebt? Mistgabeln machen üble Wunden. Ich sag's aus Erfahrung. Ich hab mich im letzten Moment gedreht. Die Forken sind schräg rein. An der Lunge vorbei. Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. An Betrügereien, ein Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen. Und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Das Mädchen. Warum hast du sie leben lassen? Weil... Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede.
Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war, bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit 10 Jahren tot. Boah. Altersschwäche. So, jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? Ist nicht meine Aufgabe. Ich mache es einfach, weil es wirklich... Was haben wir eine Chance gehabt? Er hat keine wirkliche Wahl gehabt. Die haben sich wirklich das ganze Dorf gegen einen Hexer aufgewühlt. Wenn mir das gleiche passieren würde, ich würde natürlich auch alle abschlachten. Es ist doch nicht meine Aufgabe, dich zu verurteilen. Das war's? Keine Lektion? Keine Nötigung, mich zu benehmen? Man nennt mich den Schlechter von Blaviken. Aus gutem Grund. Ich kenne das. Manchmal rollen Köpfe. Ja. Warte. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier, damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Danke. Ich hab zu danken. Viel Glück auf deinen Wegen, Wolf. Ich kann einfach keinen Hexer töten. Das ist... Er hat einfach keine Wahl gehabt. Was hat ihr gemacht? Ich hätte ihn jetzt nicht verurteilt. Er hat das Kind leben lassen. Das Kind konnte auch nichts dafür, aber die anderen haben ihn dann natürlich auch angegriffen. Und klar, der Stärkere gewinnt. Ich werde ihn nicht töten. Hab ich auch nicht. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet. Wo Katz und Wolf spielen, genau. Nimm, was du willst, genauso der Schatz. Aber bring erstmal die Kleine in Sicherheit, falls sie noch lebt. Oh oh. Okay. Weiter geht's, Freunde. Boah. Ich hoffe, dass sie niemals einen Hexer rächt. Da bist du! Ich dachte schon, dass du nicht wiederkommst. Dass er dich auch tot gemacht hat. Mir geht's gut. Wegen ihm musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bringst mich zu meiner Tante? Es ist abscheulich hier. Sicher. Gehen wir. Ich muss jetzt nicht wirklich dahinter laufen. Meinst du, ich könnte vielleicht bei dir Huckepack? Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen. Dann rauf mit dir. Ich glaube nicht, dass wir jetzt extra laufen müssen, oder? Das wäre ein bisschen abartig, weil es kommen Gegner auch noch. Nee, ich glaube, der wird jetzt geportet. Die Videosequenz ist dies. Tante Luzi! Millie? Was machst du denn hier, du kleines Luder? Was? Ich? Also, im Dorf? Da ist keiner mehr. Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Im Dunkeln. Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Götter, was ist geschehen? Gesetzlose? Oh, was soll man jetzt sagen? Es war das Monster, das ihnen Ärger gemacht hat. So etwas in Art. Könnte man so sagen. Wirst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Komisch. Sonst fürchten sich die Leute, dass ich ihre Kinder mitnehme. Sonst sind die Leute nicht so arm. Ich habe selber 4 Enkel. Eigentlich 6. 2 haben wir letzten Winter begraben. Von Rindensuppe lebt man eben nicht gut.
Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst. So viel? Mögen's die Götter dir vergelten, Meister Hexer, mit tausendfachem Segen. Ich muss jetzt weiter. Schon? Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Vielleicht. Pass auf dich auf, Kleines. Millie, komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen. Na, wie klingt das? Klingt das gut? Für die ist 40 Kronen viel. Ja, okay. Begib dich zum Schatz des Hexers von der Schattenschule. Katzenschule. Ich konnte jetzt nicht wirklich sagen, das war ein Hexer, da mache ich den Ruf kaputt. Aber ich weiß auch den Hintergrund nicht. Ich glaube nicht, dass mir dann noch gesagt hat, oh, der Hexer hat sich nur verteidigt, bla bla bla. Ist auch egal, es ist jetzt vorbei. Und es ist ja eh grausam hier in Wählen. Krabbenspinnen, habe ich auch noch nie gesehen. Aber hier war noch eine in der Nähe, oder? Falls es die gleiche ist. Jawohl. Zeig mir, was du zu bieten hast. Okay. Das ist auch schon mal weg. Okay, auf zum Schatz, Freunde. Mal schauen, was der so hat. Wahrscheinlich nichts Gutes. Ich schätze mal, ein Relikt oder so ist drin. Und vielleicht Gold. Darum tue ich nie was in eine Kiste. Denn wer mich tötet, der hat meinen ganzen Schatz verdient. Wir ziehen dir die Haut an. Das ist ein Hexerschatz. So viel zu ein Reliebling, Ghoul, Gruftweib. Warum hat er diese Trophäen nicht versilbert? Vielleicht wollte man ihn betrügen. Was ist das für ein Hexerschwert? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es verdammt gut. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und hat sogar drei Plätze. Bluten könnte ich auf jeden Fall reinhauen. Ist das vergiften? Verbrennen? Die anderen haue ich eh nicht rein. Das ist 2% Angriffskraft. Oh. Hauen wir zwar mit denen rein. Und dann entweder 5% Angriffskraft. Naja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil hätte es uns dann wahrscheinlich eh nicht gesagt, wenn wir ihn getötet hätten. Okay.
Ja. Du bist der berühmte Geralt von Riva, nicht wahr? Okay, wir sind in Novigrad. Oh ja, die wunderschöne Stadt. Ja, mehr oder weniger. Trotz halt. Was ist hier los? Ja, falsche Taste. Oh, ja, genau. Jetzt drück mal wieder auf Windows-Taste, also beziehungsweise andere Windows-Taste. Predigt einen besorgten Bürger, das kennen wir doch irgendwo her. Wenn ich groß bin, werde ich Schlachter. Ey, komm, soll ich dich mitnehmen? Ein Schlüssel. Der Oliver! Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Rittersporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine, das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Okay. Was gibt's denn heute? Ist es ein Kirschlehrer? Oh ne, ich dachte schon. Danische Kräuterschnaps. Aber dafür haben sie den. Okay, das. Die ganzen Quintkarten brauchen wir eh nicht. So, was sollen wir dann hier noch kaufen? Ich glaube nichts. Nein, hier ist nichts mehr Gutes dabei. Auf Wiedersehen. Bis dann. Desto schlauer werde ich. Mir fehlt die... Short Absurd. Ja, und immer mehr rein. Quest. Haben wir den nicht schon drin? Okay, Kirschlücke bräuchten wir noch. Aber diese Dinger zu senden ist verdammt... Einer Frau. Verdammt schwer. Willst du deine Klamotten ordentlich waschen lassen? Oder gehst du wieder zum Morgen? Na schön. Halt, der war unten. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Die Sart. So bestimmt der. Ja? Graf Kurt Dusart? Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus, aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du?
Ich weiß es gar nicht. Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Das hätten wir den Quest vorher nicht gemacht, wo heißt Wolf gegen Katze. Dann hätte ich echt keinen Plan gehabt, wo wir von der Wolfsschule kommen oder greifen. Wie gesagt, die ersten zwei Teile habe ich nicht wirklich gezockt. Den ersten mal kurz, den zweiten, ja, ein paar Stunden, glaube ich. Möchte ich aber gerne nachholen. Ein Sturm, verdammt. Warum laufe ich die 700 Fuß? Wo ist denn das überhaupt? Uff. Okay. Check mal das Fragezeichen ab. Und das sind Geister. Oh nix. Ein Wasserwald. Okay.